liebe Schildbeine Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator mit eurem Erik Vikingson und dem Grantelbart. Ich gehe jetzt gerade rüber zu, warum ist das so laut heute? War das schon immer so? Ich gehe jetzt rüber zur Maria und zum Andrew, die sitzen schon hier draußen, trinken alle ein Bier schon. Habt ihr mich aufgeräumt? Ey, kein offenes Feuer, du, sag mal, Freundchen. So, erstmal Bezahlung, ist klar, ne, 180, die kriegst du natürlich. Und deine Aufgabenliste ist heute Autos reparieren. Okay, du kannst gar nicht waschen. Ja, dann reparierst du weiter die Autos oder gehst du heute mal tanken? Gehst du heute tanken? Ich will heute auch mal Autos reparieren. Du gehst heute tanken. So. Hübi? Ja. Kannst du auch aufheben beim nächsten Mal, Fräulein. Sonst gibt es kein Geld. So, Mäusle, du machst heute wieder Kasse. Ne? Das ist schön. Genau. Du machst heute Bedienung an der Kasse. So, Püppi. Dann gehen wir heute in die Werkstatt. Wir machen heute Autoreparaturen. Und ab und zu gucken wir da mal rüber. Hier mache ich natürlich schon auf, ne? Ganz klar. It's a car wash, baby. So. Was wir da drüben noch freischalten, dieses Sanddepot, ich glaube, das ist doch irgendwas anderes. Müssen wir mal gucken. So, wir open das ganze Ding hier. Anrufen braucht keiner. Ich glaube, heute kommt auch wieder der Partybus. Okay. Das konnte ich ja nie wegschmeißen, ne? So, du machst es heute. Ich bin stolz auf dich. So, Maria, ich habe dir alles aufgefüllt, ne? Wenn dir irgendwas fehlt, musst du halt schreien. Wir gucken hier beim Alkohol nochmal. Ne, ist alles da. Alles super. Und wir machen heute Werkstatt und Waschanlage. Ich glaube, da haben wir eine schöne, geile Aufgabe. Und wir dürfen unsere Batterien heute verbauen. Wir haben auch alles aufgefüllt. Und wenn hier was fehlt, können wir das natürlich dezent gleich holen. Dezent. So, Ruf. Gehen wir mal aufs Ruf. Hier oben waren wir auch noch nie. Guckt mal hin, hey. Ein Ausblick. Da drüben ist die Stadt. Die Stadt der Städte, wo wir nie hinkommen werden. UFO? Was ist das denn hier alles? Ich habe das Gefühl, da wird noch einiges passieren. Das ist ein Schrottplatz, da waren wir auch noch nicht. Ey, wir müssen auch mal ein bisschen, glaube ich, um unseren Hof mal uns kümmern. Und mal gucken, was wir hier so alles haben. Das kennen wir ja schon hier, ne? Die Kanalisation habe ich zugemacht. Da drüben ist auch was Verrücktes. Was wir alles noch nicht so kennen, ey. Guck mal die Tankstelle von oben an. So, wie sieht's aus? Gucken, wie der Andrew arbeitet an der Tankstelle. Ob er Spaß hat. Ja, guck. Ach, er geht hier rum. Guck mal, der ist ja auch schlau. Was ist denn los? Kommst du jetzt nicht klar, wenn du jetzt als erstes bedienen sollst, oder was? Ja, du bist ja ein Drecksack. So. Und zweimal kommt die Aufgabe für uns. 37, sehr gut. Hey, die war böse. Andrew, hast du jetzt Scheiße gebaut? Ey, wenn du jetzt hier nochmal Scheiße baust, Andrew, gehst du sofort wieder in die Werkstatt, ne? Das darfst du wissen. Also beim Tanken Scheiße bauen, das geht gar nicht. Wie guckt sie? Okay. Du kannst es schon, oder? Warte mal. Wie sehe ich denn deine Statistik? Wo ist er? Die Drecksau. Nein, 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 nein. Du Schwein. Oh, nö, ey. Renn ich den blöden Freckel hier hinterher. Hier. Ist fertig jetzt. Ja, hast du es gesehen, Officer? So. Brauchst du gar nicht so die Ellbogen reiben. Hoffentlich hat es wehgetan. Was ist denn das hier eigentlich? Riesen. So, jetzt haben wir wegen dem Dennis hier richtig Trouble. Okay, Lack, Reifen. Okay, alles gut. Zack. Können wir das überhaupt noch hier? Boah, wenn das aber hier schlecht läuft. Wir müssen mal gucken jetzt. 87 und so haben wir. Wenn der Andrew das nicht kann mit tanken, dann kann er das knicken, ne? Also da geht er hier in die Werkstatt. Blöder Dennis, Alter. Da kommt der hier reingepfeffert heute, der Drecksack, der Blöde.
Hier brauchen wir Lack, Lack, Lack. Batterie müssen wir wechseln. Und nochmal einen Reifen. So, nehmen wir den hier unten. Okay, immer noch 87. Also bisher haben wir keinen Aufstieg. Muss aber nicht zwangsweise am Endro liegen. Könnte auch daran liegen, dass wir einfach heute langsam sind. Also wir definitiv. So, wir lacken. Wir lacken, wie wir noch nie gelackt haben. So, da drüben die Tür auch noch. Ich glaube, der Spiegel ist auch noch malig. Alter, dass du aufgeführt. Wir müssen mal raus, auch tanken, ne? Ach, nicht tanken. Doch, das Auto bewaschen. Das Auto waschen, sonst haut die nämlich ab. Die ist nämlich schon piss, glaube ich. Aber die kennt ja auch selber den Schlauch in die Hand nehmen, ne? Als ob die nicht weiß, wie man einen Schlauch in die Hand nimmt. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Oh, die lange Arme des Gesetzes hier. Beim Herrn Krantelbart. So, und die Batterie müssen wir natürlich auch noch angucken. Hier, wo sind wir denn? Geben Sie mir mal die Batterie her. Ja? Die ist schwer. So. Erst den abklemmen. Hier. Und dann den abklemmen. Dann die Batterie raus. Zack. Haha, wie wir sind, aber auch schnell. Dann klemmen wir natürlich den an, ne? Und dann klemmen wir den an. Zack. Bam, Junge. 570 Eier. Das ist richtig cool. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich jetzt gleich ein Change machen. Und zwar werden wir. Hi. Entschuldigung, dass du so lange warten musstest, aber das ging jetzt nicht schneller. Weißt du? Das mit der Batterie und so, das hat nicht funktioniert. Und der Enduro ist auch nicht gerade so auf der Höhe im Tanken und so. Da, den schicke ich dir gleich wieder in die Werkstatt. Der Enduro ist da echt schneller. Das muss man wirklich zugeben. Wir sind nicht so, wir sind eher so der Kundenbereich. Die ist, glaube ich, pissed as fuck jetzt gleich. Wie lange der Typ braucht mit meinem Auto? Eine Frechheit. Jetzt höre ich gleich. Ey, komm, das Ding ist jetzt aber auch sauber, ne? Also das kleine Scheißteil hier. Oh Gott, bin ich froh, wenn die das alleine machen dürfen. Das ist ja nicht für mich, du. Aber wenigstens sind sie zufrieden. So, aber trotzdem, Andrew, Werkstatt. Safe. Hier drin sieht's aus, das gibt's überhaupt nicht. Andrew, komm. Du machst Reparatur. Hau ab, ich mach das hier. Ja, Entschuldigung. War überhaupt keiner da. Dieser blöde Drecks, Dennis, ey. So. Was ist denn nur los da draußen? Das Gehupe in einer Tour. Maria, wie sieht's aus bei dir? Du könntest da ruhig auch mal einen Besen nehmen, ne? Und so das Zeug hier aufsammeln, das musste mir nicht sein. So, wir müssen auch mal hier. Wie war denn das? Aufheben, Warteschlange bearbeiten bei R. Der Hammer ist nicht benutzbar. Ach, weil offen ist oder was? Er ist doch auch scheiße. Da will man einmal rumhämmern. Da geht das nicht. Moin. Hallöchen. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Warteschlange und so, das müssen wir auf jeden Fall bearbeiten. Das geht gar nicht. Komm, wir können jetzt hier kurz durchstreichen. Ist nämlich gerade keiner da. So, ist das die Farbe noch von gestern? Oder haben wir jetzt gleich eine ganz verrückte Farbe hier dran? Dann wäre es mir aber auch egal gerade. Nö, das ist sie. Das ist sie. So, wie sieht es aus in der Waschanlage? Alles cool, alles cool. So, ich glaube, das läuft so besser. Auf jeden Fall. Machen wir Tanken und Waschanlage, bis sie das selber selbstständig können irgendwann. Da werden wir dann ganz zufrieden sein. Guck mal, 88%, das läuft doch super. Man soll niemals das ändern, was eigentlich funktioniert. Ey, wie sieht es denn hier aus? Okay. Andrew. Du könntest ja mal aufräumen. Also, das ist ja fatal, wie es hier aussieht. Da steht einer an der Waschanlage. Ich komm schon. Hallo, Püppi. Hast ein grünes? Man sieht es ja gar nicht.
Boah, die Farbe ist aber nice. So ein schönes Froschgrün. Wenn es jetzt noch quakt, das Auto wird es gekauft. Oh, das lässt sich aber gut reinigen. Das ist ein tolles Auto. Soll ich dich mal anspritzen? Ne? Mehr. So. Das ist Kundenbetreuung vom anderen Niveau. Hier werden sie auch geduscht beim Waschen. Yummy, 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 I got love in my Tankstelle. Da, 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 da. So. Hey, Mann. Guck mal, gleich tiefer gelegt das Ding, ey. Ist doch unfassbar. Zwei Kunden an der Tankstelle. Jo. Ja, an der Kraftstoff-Dingens hier. Bin schon da. Hustet euch nicht so auf. Alter, wir haben fast kein Benzin mehr. War das gut? Ja, ne? Nice, hat er trotzdem. Bam, Junge. 41. Rund mache ich nicht, weil es ist alles Trinkgeld. So, da ist der Tag auch fast schon wieder durch. Wie schnell das doch alles hier läuft, ne? Da müssen wir halt wieder Bestellungen machen. Maria, das ist nicht in Ordnung hier. Sag ich dir ganz ehrlich. Da müssen wir alles auffüllen wieder. War hier nicht direkt drin, ne? Och, herrje. Was ist denn los, hey? So ein Gestresse. Auf dem Klo war auch keiner, oder was? Warum gehen die nicht aufs Klo? Jetzt haben wir drei neue Klos. Hier läuft ja schon wieder jemand dran. Ihr habt dich gehört? Du bist leise laufen. Wie sieht's aus? Eismäßig. Zack, aufgefüllt. Also, wir müssen Eis kaufen. Also Zeitung lesen die echt nicht gerne, ne? Das ist Wahnsinn. Wir müssen Eis kaufen. Oh, hier, die Schwämme sind on top, hey. Getränke müssen wir kaufen. So, das haben wir aufgefüllt. Da haben wir nichts mehr. Schnecks. Die Schnecks. Ich komme gleich an die Waschanlage. Ich muss jetzt die Schnecks abholen. Bleibt doch mal ganz easy und entspannt hier. So. Alkoholmäßig haben wir auch nichts. Oh, Alkohol brauchen wir, Schnecks brauchen wir. Wir müssen einmal wieder richtig bestellen, ne? Benzin brauchen wir. Da sind wir auch fast down. Da sollte man dann vielleicht doch überlegen, ob wir mehr Tankkapazität jetzt bald nehmen. So, hier haben wir wieder ein Froschauto. Moin! Hallo, Pippi. Grün ist die Farbe bei euch hier. Hab schon mehrere gesehen. Im Froschgrün. Ja. So, gehen wir zur Seite, sonst spritze ich dich mit nach hier, ne? Mäusle. Oder stehst du drauf? Dann zeige ich dir aber den großen Strahl. Du bist auch solo? Aha. So, dasselbe Kennzeichen wie bei der Püppi vorhin. Seid ihr aus einer Kommune entsprungen? Ja, ach so. So, so. So, wo? Hier gab es schon wieder Dreckboller. Dreckbotzen. Alles da, alles da. So, Maria, was sagst du? Mehr Dings, oder? Sollten wir vielleicht schon machen. Die Upgrades. Hier, Lager. Kostet 400. Und wir können, mehr Kapazität machen. Komm, das machen wir gleich. Zack. So, das haben wir. Da, da, da. Während wir öffnen, halten wir das Warenhaus Level 3 frei. Jetzt haut ihr ab. Ich trete euch. Ist zu, ja? Schluss, ne? Ist schön, dass du mir das sagst. Feierabend, oder was? Bam. So, wir haben die 4000 auf jeden Fall voll gleich. Sag ich doch. Und jetzt machen wir dicht. Und jetzt bestellen wir unser Zeug. Wir bestellen Benzin. Benzin, Benzin, Benzin. Hallo Pippi. Hast nichts mehr gekriegt? Ja, ist auch nichts mehr da. Wir sind komplett ausgekauft, aber Boden hast trotzdem dreckig gemacht. Es ist zum Kotzen. Wir brauchen bald eine Haushaltskraft, aber das ist ja halt echt so ein Problem. Ne? Ruhe, Eis müssen wir bestellen.
Eis müssen wir bestellen, Getränke müssen wir bestellen, Alkohol müssen wir bestellen. Eis, Alkohol. Alter, das ist ja wie auf dem Rummel da draußen. So, Eis, Alkohol, Getränke. Eis, Alkohol, Getränke. Machen wir das schon mal. Produkte. Eiscreme. Gibt es keine schönere Eiscreme hier? Dann nehmen wir die hier. Und nehmen die hier. Alkohol. Flasche Wein. Zack, zack. Und Getränke. Dose, Dose, Isomalt, Dose. Perfekt. Boah, 600 Kapazität. Warte mal, da können wir noch mal. Mach das noch mal zurück. Dann nehmen wir hier noch einen mit. Dann sind wir komplett aufgefüllt. Zack. Du brauchst gar nicht huben. Wir haben zu. So. Dann müssen wir Benzin bestellen. Hallo? Benzin. 500 können wir jetzt fassen. Dann nehmen wir auch 500 mit. Zack, ist bestellt. Wir haben noch 2,7. Sehr geil. Der Partybus war auch schon lange nicht mehr da. Jetzt gehen wir hier drüben gucken, wie es hier so aussieht. Warte mal, hier habe ich schon wieder einiges liegen lassen. Lackstift und so weiter. Öl ist eigentlich noch da. Batterien haben wir noch 6. Ja, 6 Batterien. Reifen haben wir gar keine mehr. Reifen müssen wir bestellen. Okay, wir müssen Reifen bestellen. Ich würde sagen, Reifen machen wir jetzt auch mal eine richtig große Bestellung. Dass wir da vielleicht auch mal Ruhe haben. So 20 Reifen sollten wir uns jetzt mal schon gönnen. So. 20 Reifen kostet 1000. Zack, die haben wir und die sind da. Perfektamente. Wir haben alles bestellt, was ging. Sehr geil. Und wir sehen auf jeden Fall, dass wir in der Herausforderung auf jeden Fall richtig gut unterwegs sind. So, wir gehen nachher jetzt mal geschlossen, wenn wir das alles verräumt haben. Werden wir jetzt mal da hinten die Bereiche angucken, mal über den Hof schlendern, was wir so entdecken können. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass wir eventuell mit unserem Bulldozer die Sandhäufen da wegmachen sollen und mehr Parkplätze aufbringen. Mahlzeit. So. Typ, wenn du deinen Schlauch suchst, der hängt die ganze Zeit noch hier, ne? Ich weiß ja nicht, was da los ist bei euch, aber den Schlauch kannst du schon abziehen. Und das war noch nie so laut, das Teil. Und ich habe es halt einfach nicht gecheckt. So, komm mal hin, die anderen Supplies kommen gerade. So, das funktioniert. So, Andrew und Maria, die schlafen. Sehr gut. Sehr gut. Da kann ich mal einen Kaffee trinken. Ein Kaffee in R kann keiner verwehren. So, die Reifen. So, mach's gut. So, dann füllen wir auf den ganzen Lachs hier. So, nimmst deinen Schlauch mit diesmal, ja? Das wäre echt nett. Kraftstoff. Alter, was lässt du nur da raus? Ich hab doch hier angefasst, oder nicht? Hä? Lässt du jetzt Zeug rein oder lässt du nichts rein? Wie verarscht er uns hier gerade? Doch, guck mal. Ah, es dauert lang, oder? 500 Liter. Alter Schwede. So, nimmst du den Schlauch mit, ja? Nimmst du mit? Wer war denn hier drin, ne? Hat hier Müll reingeschmissen. Hallo? Was ist da los? So, Reifen haben wir nur bestellt. Die placen wir alle. Yeah, Mann. Ich glaube, 25 Reifen passen rein. 26, maybe. So, das haben wir voll. Sehr gut. Hier, Getränke. Jetzt gucken wir hin hier. Bam, bam, bam. Und zurück. Alles voll. Sehr gut. Hier, Isomalt. Isomaltine. Wer kennt es von euch? Wer kennt die Isomaltine? Hier haben wir noch ein paar Bälle. Okay, das haben wir aufgefüllt anscheinend.
Hat man denn noch bestellt? Eis, ja, Eis, Alkohol und Kippen. So war das nämlich. Ne, Kippen haben wir nicht bestellt. Doch. Wieso haben wir Kippen bestellt? Haben wir Kippen bestellt? Aber was haben wir denn bestellt? Alkohol! Mein Gott. Alkohol war das ja. Was wir bestellen mussten. So, ein Juden Alkohol. So, da haben wir alles aufgefüllt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal die letzten paar Minütchen über den Hof schlendern. Vielleicht entdecken wir ja ein paar Sachen. So, hier ist zu. Hier ist. Alter, das müssen wir auch mal aufräumen, ey. Die Sandhaufen, der ganze Kram, das muss halt auch mal weg. Was ist das hier hinten, ey? Eine Stuntshow oder was soll das geben? UFOs? Kannst du mit Motorrad durchfliegen oder nicht? Was steht denn hier? Was? Mit einem Bagger? Was ist das? Crash Disturbing hier? Was gibt's denn hier? Was ist denn das? Bin ich jetzt ein Murmel oder was? Ach komm, das ist Minigolf. Yes. Das schaffen wir aber einmal im Ganzen, oder? Schrottplatz Golf. Mega. Und rein die Luzi hier. Awesome. Okay, das können wir. Schrottplatz Golf können wir. Was ist das hier eigentlich alles? Ich glaube, hier kommt doch. Ey, das ist eine Minigolfbahn, oder? Oh, es kommt ein Sturm auf. Wir haben eine Minigolfbahn. Ist schon nicht schlecht. Finde ich cool. Gefällt mir. Minigolf ist was Feines. Was haben wir hier? Ein Hügel Dreck. Vielleicht finden wir auch irgendwelchen Loot, wisst ihr? Die wir bisher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Oh, Alter. Der Sturm zieht auf. Hilfe. Ich sehe nicht mehr. Aua. Das bollert aber hier auch ganz toll. So, was haben wir hier? Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwo was. Das ist die Rennbahn. Das wissen wir. Okay, wenn das die Rennbahn ist, dann haben wir das hier alles geklärt. Hier drüben haben wir alte Häuser. Guck mal da hin. Guck doch mal, hier ist eine Mine. Das war mal ein Minenschacht bestimmt. Geh zurück. Wohohohoho. Ist ja okay, ich darf da nicht hin. Wir dürfen da nicht hin. Also wir dürfen uns nur hier bewegen. Klapperschlange. Alter. Ja, was soll ich sagen? Wir haben eine Minigolfbahn. Da bin ich mal jetzt schon wieder gespannt, ob wir die nicht bald, ne? Dass wir die halt nicht bekommen. Und hier, das automatisch Waschen. Das will ich haben. Da können wir gleich nochmal runtergehen in die Katakomben als letzte Aufgabe heute. Hier in der Folge und gucken zwecksmäßig den Dreck. Ja, jetzt sind wir schon wieder richtig Matsch drin, ey. Wo es nur herkommt. Das sollte man halt wirklich, glaube ich, jeden Tag machen. Ansonsten ist das hier nämlich hier. Wow, bleib mal ruhig. Bleib mal easy. Ist hier oben was? Haben wir hier oben vielleicht noch irgendwas, was wir noch nicht entdeckt haben oder so? Weißt du, wir sind ja hier einfach durchmarschiert. Ach, wir sind ja hier runtergefallen. Wir kommen ja gar nicht mehr hoch, oder? Hast du Feuerchen gemacht oder was? Hast du mich erschrocken, ey. Da oben sind wir ja rausgekommen. Naja. Hantel. So. Ja. Dann würde ich sagen, ab dafür, wa? Rutschen wir rüber in die nächste Folge. Und da müssen wir unsere Herausforderung halt machen. Dass wir halt die letzten Kunden hier noch kriegen. Übrige Zeit, verbleibende Autos, 10. Es sehe ich doch jetzt erst. Hätte ich Autos aufbrechen müssen? Wo sollen die sein?
Stopp! Wert, wie soll ich denn das machen? Haben wir eine Map? Nö. Wenn ich doch jetzt hier lang laufe, werde ich doch keine Kofferräume aufkriegen, oder? Mal. Halt! Einsteigen? Stopp! Halt! 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 Ne, siehst du? Da haben wir einen Vorbau, oder? Der ist ja weggebollert, Junge. Wo soll ich denn hier Autos knacken? Bestimmt Autos, die bei uns halten, ey. Da müssen wir 10 Autos jetzt knacken. Ja, da müssen wir das machen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich denke mal, an dem hier ist nichts mehr dran, oder? Kann nicht mehr geöffnet werden, das war klar. Ja, Leute. Dann ist es so. Dann haben wir in der nächsten Folge eine Aufgabe. Wir müssen Autos knacken. Das habe ich jetzt erst gesehen. Da rutsche ich schnell rüber. Ne? Mach hier kurz Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, euer Erik Vikingson.